Lara Croft ist wieder da und knüpft mit ihren neuen Erlebnissen direkt an das Cliffhanger-Ende von Tomb Raider Legend an. Die Abenteurerin durchstreift in Tomb Raider Underworld auf der Suche nach ihrer verschollenen Mutter unterirdische Katakomben. Natürlich nicht irgendwelche x-beliebigen Katakomben, sondern die Verstecke der Rüstungsteile Thors. Nur wenn Lara die Rüstungsteile findet und schließlich den Hammer Mjölnir in ihrem Besitz bekommt, darf sie das sagenumwobene Avalon betreten, wo sie ihre Mutter vermutet. Doch auch eine weitere Partei ist hinter der Rüstung her. Die fiese Amanda, die wir bereits in Legend kennengelernt haben, hat Nadla, die Königin von Atlantis, gefangen genommen, um zusammen mit ihr das Geheimnis von Avalon zu ergründen. Tomb Raider-Fans kennen die geflügelte Nadla natürlich noch aus dem ersten Tomb Raider oder dem empfehlenswerten Remake des Spiels. Zum Test lag uns übrigens nur die Xbox 360-Version von Tomb Raider Underworld vor. Die übrigen Fassungen reichen wir in der nächsten Ausgabe nach. Doch bevor sie den Hammer Mjölnir wie im Vorgänger das Schwert Excalibur schwingen darf, um Gegner mit einem Schlag loszuwerden, warten noch einige Kopfnüsse, gefährliche Klettereinlagen und blutrünstige Kreaturen auf Lara. Und eine Reise quer über den Globus. Aus dem Mittelmeer verschlägt's unsere gut gebaute Lieblingsgrabräuberin nach Thailand, Mexiko, England und schließlich sogar ins Eismeer. Die meiste Zeit des Spiels habt ihr eher mit den Geschicklichkeitsprüfungen als mit den Gegnern zu kämpfen. Lediglich gegen Ende zieht der Kampfanteil stark an. Das ist aber kein Beinbruch, denn wenn wir uns an die ersten Abenteuer der schlagkräftigen Dame aus England erinnern, standen dort ebenfalls Rätsel und Geschicklichkeitseinlagen im Vordergrund. Allerdings, wenn euch schon das Wippenrätsel in Tomb Raider Legend zu schwierig war, solche Leute soll's ja im Ernst geben, solltet ihr aber vielleicht besser die Finger von Underworld lassen, da einige der Prüfungen nicht ganz so leicht zu durchschauen sind. Lara schwingt, hangelt, klettert, springt, rutscht, kriecht, balanciert, schwimmt und taucht durch die 5 Gebiete, die jeweils in mehrere kleinere Kapitel eingeteilt sind. Kommt der trallen Abenteurerin dabei ein Lebewesen mit bösen Absichten in die Quere, wird schnell einer der 5 Ballermänner gezückt, die jederzeit im geräumigen Rucksack bereit liegen. Miss Croft kennt da kein Pardon. Beim Kampf lädt sich eine Adrenalinanzeige auf, die es euch ermöglicht, eine Zeitlupenattacke auszuführen. Wird die Zeit angehalten, müsst ihr euer Fadenkreuz über die Zielmarkierung bringen und abdrücken, um dem Gegner einen Kopftreffer zu verpassen und ihn so auf der Stelle loszuwerden. Eine weitere Möglichkeit, sich unliebsamer Zeitgenossen zu entledigen, sind die Haftgranaten, von denen Lara immer ein paar im Gepäck hat. Die Dinger haften an den Gegnern, die daraufhin panisch umherlaufen und schließlich explodieren. Mit etwas Glück sogar inmitten einer weiteren Gruppe Gegner, sodass es mehrere auf einen Schlag erwischt. Trotz Blutspritzer bei den Kopfschüssen und der fragwürdigen Idee mit den Haftgranaten ist das Spiel übrigens ungeschnitten ab 12 Jahren freigegeben worden. Immerhin stehen Rätsel und Geschicklichkeitseinlagen deutlich im Vordergrund. Ungefähr zur Halbzeit des Spiels bekommt Lara auch einen fahrbaren Untersatz spendiert, den sie anschließend in den meisten Levels einsetzt. Das Motorrad ist eine nette Idee, steuert sich aber ein bisschen schwammig. Das ist besonders dann, wenn Lara unter Zeitdruck durch den mexikanischen Dschungel heizt, um durch ein sich schließendes Tor zu kommen, nicht unbedingt spielspaßfördernd. Generell kann man sagen, dass Underworld dem guten alten Grabräuber-Feeling wieder ein Stück näher kommt als der ziemlich lineare Vorgänger Legend. Es gibt einige wirklich atemberaubende Stellen, an denen ihr in schwindelerregende Höhen klettert oder an riesigen Hämmern klammernd durch die Luft schwingt. Die Grafik ist schick, die Musik episch. Nur die vielen kleinen Bugs, die in der uns vorliegenden Version durch das ganze Spiel verstreut sind, mindern den tollen Eindruck ein kleines bisschen. So ist zum Beispiel die Steuerung unverständlicherweise an manchen Stellen extrem fummelig, die eigentlich frei drehbare Kamera fordert Blindsprünge von euch und Lara bleibt ganz gerne mal in kleinen Felsspalten hängen. In letzterem Fall hilft nur wildes Experimentieren, um wieder freizukommen. Einmal bin ich mit einem Sprung aus meiner misslichen Lage rausgekommen, ein anderes Mal half nur Bücken. Keine Ahnung warum. Trotz der Macken ist Tomb Raider Underworld ein fantastisches Spiel, das ich jedem Fan der Serie nur empfehlen kann. Neueinsteiger sollten sich vorher aber besser mit Tomb Raider Anniversary und Tomb Raider Legend warm spielen. Sicher, die Spielzeit von Underworld ist mit 11 bis 12 Stunden nicht unbedingt gigantisch.
aber man wird exzellent unterhalten. Innerhalb einer einzigen Nacht habe ich das Abenteuer am Stück verschlungen. Und um mich zu sowas zu verleiten, muss ein Spiel wirklich gut sein.